Medizinkommunismus. Mörder an der Macht. 1990 ist die DDR aufgelöst worden. Und die Stasi-Leute haben sich über ganz Deutschland verteilt und Machtpositionen übernommen. Bis in die höchsten Kreise. Bis in die allerhöchsten Kreise. Dies hat sich besonders im Bereich der Medizin ausgewirkt. Mit den sogenannten Betreuungsgesetzen 1992 ist das aus dem Dritten Reich stammende Medizinsystem der Krankenkassen in Deutschland in ein völliges Terrorregime umgewandelt worden. Die sogenannten Betreuten verlieren alle Menschenrechte und sind der völligen Willkür der Betreuer ausgeliefert. In der Regel werden sie schnellstmöglich nach Ausschlachtung ihres gesamten Vermögens in irgendwelche Heime eingewiesen oder in betreutes Wohnen. Ihre Konten sind gesperrt, ihr Eigentum verwertet, sie sind völlig wehrlos den Betreuern gegenübergestellt. Diese können sich jederzeit in die Psychiatrie einweisen lassen, mit Psychopharmaka vollstopfen oder als Palliativpatienten ermorden lassen. Das nächste ist die Palliativmedizin. Die sogenannte Palliativmedizin bedeutet die langsame medizinische Ermordung von Patienten durch Entzug von Essen, Wasser und Wärme. Sie bekommt am Ende nur noch Brei zu essen, ohne Nährstoffe, dass sie kaputt gehen, nichts mehr zu trinken oder ganz wenig. Und jedenfalls werden noch nachts die Fenster offen gelassen. Sie müssen in eiskalten Zimmer schlafen, damit sie auskühlen und möglichst schnell sterben. Es wird immer der natürliche Tod vorgetäuscht. Diese Morde sind sehr schwer aufzuklären. Und es ist auch politisch nicht gewünscht, diese Morde aufzuklären. Das ganze BRD-Medizinsystem ist heute ein Massenmordsystem. Es werden von den Ärzten diejenigen Patienten ausgesucht, die eine Betreuung bekommen sollen, also die vernichtet werden sollen, nach vorheriger Ausschlachtung ihres Vermögens. Dieses System, dieses Medizinsystem der BRD widerspricht allen Grundsätzen der Menschenrechte und allen internationalen Standards. So sehen die Mordopfer der Betreuer aus, die von den BRD-Betreuern ausgeraubten, gefolterten und ermordeten Patienten. Jedem Deutschen kann es so ergehen. Jeder kann Opfer werden. Einige Arztbesuche oder ein kurzer Krankenhausaufenthalt sind völlig ausreichend, um eine Betreuung einzurichten. Mit der Betreuung, die von dem sogenannten Betreuungsrichter abgestempelt wird, fährt der Betreuer zur Bank, lässt die Konten sperren, kann über das Eigentum des Betreuten verfügen, kann eine Telefon- und Besuchssperre verhängen, dann ist der Betreute völlig isoliert, kann versuchen, sich als Erben einsetzen zu lassen über einen Notar, sich oder Bekannte, Pfleger oder Ärzte. Es ist der völligen Willkür Tor und Tür geöffnet. Die Betreuten verlieren auch die Möglichkeit, selbst über ihr Leben zu entscheiden. Es ist schlimmer wie in der Sklaverei. An dem Sklaven hat der Sklavenhalter noch ein Interesse, von der Arbeitsleistung zu profitieren. Bei den Betreuten geht es eigentlich darum, diese auszuschlachten, finanziell zu verwerten und zu vernichten. Das ist schon praktisch die Regel heutzutage. Wir möchten dieses ganze System beenden und wir möchten, dass die Mörder angeklagt werden. Helfen Sie mit, diese Ziele zu erreichen.
Sie selbst können das nächste Opfer sein. Spätestens, wenn Sie älter werden oder in ein Krankenhaus müssen. Wirken Sie mit, kämpfen Sie für uns, für das Menschenrecht.